Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater, für diesen wunderschönen Tag. Danke, Herr, dafür, dass du uns durch das kostbare Evangelium zum Leben gerufen hast. Lieber Vater, du hast durch deine Knechte, Vater, das Evangelium gegeben über deinen Sohn Jesus Christus, der dem Fleisch nach Nachkommenschaft David ist, aber nach dem Geist der Heiligkeit, aufgrund der Totenauferstehung. Er ist Gottes Sohn in Kraft gesetzt. Vater, heute kommen alle aus Norden, aus Süden, aus Osten, aus Westen zusammen zu einem Punkt, Jesu Christus. Diese Liebe, die alle anzieht, zu einem Punkt, zu einem Ort, dein Reich, das Reich Gottes. Lieber Vater, heute ist Tag der Dankbarkeit. Tag der Ehrung, der Ehre. Tag, um dich zu erheben, Vater. Durch, aufgrund oder wegen unserer Sünden, dein Sohn ist in den Tod gesandt worden. Aber aufgrund der Auferstehung, wir sind gerechtfertigt. Wir stehen hier, Vater, vor deinem Angesicht, gerechtfertigt. Grund zu loben, Grund zu preisen. Vater, warum sind wir hier? Warum tun wir, was wir tun? Wir haben nur eine Rechtfertigung, die Auferstehung Jesu Christi. In der Auferstehung, wir können rechtfertigen unser Tun, unser Beten, unsere Anbetung, unsere Bruderliebe, unsere Einheit in Christus. Wir können rechtfertigen durch die Auferstehung Jesu Christi. Danke, lieber Vater, für das Evangelium des Heils. Danke, lieber Vater, für das Evangelium der Gerechtigkeit, das Evangelium der Gnade. Mit ihm sind wir gestorben. Oh, heute mit ihm sind wir auferstanden. Was in Ewigkeit gilt, gilt schon jetzt für uns. Und wir preisen dich, lieber Vater. Was von uns kommt, ist nur Dankbarkeit, Danksagung. Wenn wir das schauen in dem Evangelium, was du erfüllt hast. In dem Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, nehmen wir kurz Platz, liebe Brüder und Schwestern. Dieser Tag ist ein Feiertag. Wenn Feiertag ist, dann jede Motivation ist irgendwie geleitet durch diesen Geist, ja, zu feiern. Wir haben manchmal keine Zeit, an Sorgen zu denken. Man hat keine Zeit, an seine irdische Situation zu denken eigentlich, wenn man feierlich unterwegs ist, ja. Und wir sind feierlich unterwegs. Und diese Feier kommt daher, dass Christus, Jesus, auferstanden ist. Wir möchten einige Verse lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, von 1 bis 6. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen,
fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Ungewöhnlich, ja? Ungewöhnlich, weil für den Menschen wirklich, das ist normal, ja? Dass, wenn kein Leben in einem Leib ist, in dem Körper ist, soll da liegen, ja? Also in unserer Welt kann man nicht wissenschaftlich erklären, diese Situation, ja? Keine Beweise, ja? Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Ja? Es ist ungewöhnliche Sache, ist nie passiert. Sowas hat man nie gesehen. Was von Gott kommt, das wird immer Menschen überschüttern, weil der Mensch hat nie gesehen. Ja? Er kann von Unmacht, ja, Unmacht fallen, ja? Weil nicht gesehen. Das heißt, nie beweisbar von den Menschen. Ja? Als sie aber vom Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Ja? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Auf diesem Punkt, ich möchte nochmal alle einladen, nicht alle willkommen heißen, zu diesem Tag der Auferstehung nochmal. Alle, die hier vorhanden sind, anwesend sind, und auch alle, die uns hier zuschauen, über diese Live-Übertragung, willkommen zu dem heutigen Gottesdienst. Tag der Auferstehung, erster Tag der Woche. Ja? Dieser erste Tag der Woche ist immer Tag der Auferstehung. Willkommen alle nochmal zu diesem wunderbar, wunderschönen Leben. Ja? Leben der Auferstehung. Wenn wir hier Vers 7, 6 lesen, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenke daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstanden. Für uns hat dieser Tod überliefert, diese Überlieferung, hat für uns eine so große Bedeutung. Wir wissen durch das Evangelium, unser Herr, unser Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat ihn in den Tod gesandt, wegen unseren Vergehungen, als wir noch Sünder waren. Ja? Aber seine Auferstehung rechtfertigt uns. Wir können loben. Man kann Bruder Sam fragen, warum bist du so begeistert, wenn du lobst? Ja? Du ziehst uns alle mit, wenn du lobst. Warum denn? Der Grund dafür, Auferstehung. Auferstehung. Warum möchtest du, dass jemand unbedingt dieses Evangelium hört? Warum möchtest du unbedingt, dass viele Menschen zu diesem Wort kommen? Wieso bist du so begeistert? Nur ein Grund. Diese Auferstehung, weil diese Auferstehung, das trennt uns von den Vergehungen. Das trennt uns von Sünden oder von falschen Gedanken, falschen Gefühlen. Trennt uns diese Auferstehung. Der Tod trennt uns. Die Auferstehung rechtfertigt uns. Macht uns recht, gerecht vor ihm. Deshalb aus diesem Grund, wir sind Menschen, die geistlich sind und feiern diese Auferstehung jeden Tag. Jeden Tag. Das ist unser neues Leben. Ja? Du machst vielleicht dieses Gefühl noch nicht haben. Ich kann nur sagen, höre noch mal das Evangelium, was über dich geredet wird in der Auferstehung. Ja? Deshalb, wirklich, wir sind so dankbar für diesen Tag.
der Auferstehung, dankbar dafür, dass alles neu geworden ist. Unsere Gefühle sind neu geworden. Unsere Gedanken sind neu geworden. Unser Umfeld ist auch neu geworden. Wie wir sehen, ist neu geworden. Alles ist neu geworden und alles liegt in der Auferstehung Jesu Christi. Ihm geben wir Ehre von Ewigkeit bis Ewigkeit. Er ist unser Herr. Amen. Danke, Herr.